Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. So, beim letzten Mal sind wir in den verwunschenen Wald hier gegangen, haben Abenteuer erlebt und waren komplett verwirrt. Ja, das beschreibt ganz genau, was letztes Mal passiert ist. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier weiterkommen. Irgendwelche Hinweise werden hier schon irgendwo sein. Zum Beispiel das Teil da vorne. Das sagt ja hier irgendwie was mit nach links. Ach so, hier ist eine Röhre. Das habe ich letztes Mal nicht gesehen, die Röhre. Und wir sind hier drüben mit dem Mistvieh. Den Kampf habe ich wahrscheinlich wieder mal rausgeschnitten. Der war echt schnell vorbei, der Kampf. Okay, da sind Fußspuren. Zeigen aber in die andere Richtung als die Münzen. Ich kann nicht sprinten übrigens, wenn ich das anhabe. Ich will mir schon wieder versteckte Röhren zeigen. Bingo! Ich hätte gerade einmal ganz kurz Schwarzbild. Hier kommt man zum Riesenheiler. Um Gottes Willen. Nein, danke. Habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Ja, aber wo will ich dann eigentlich hin? Warte, von da kam ich. Hier muss ich durch, oder? Ja, hier oben ist meine Kiste. Ein Moment, Leute. Also, ihr habt nicht das Schwarzbild, ne? Ich habe mal eben kurz HDMI-Kabel von Fernseher ebenfalls nochmal neu reingetan. Weil ihr habt das nicht, aber ich habe ab und zu Schwarzbild auf dem Fernseher. Und das nervt mich ein bisschen. So, die muss da runter. Und die ziehen wir jetzt einfach da auf den Schalter. Wir brauchen 25 Sparks für den Riesen hier. Da fällt mir ein, dass wir auf den zweiten Planeten definitiv nochmal müssen, um dort den goldenen hier freizuschalten. Also dieses goldene Upgrade. Ich glaube, das gebe ich dann auch Luigi. Okay, den Weg finden, der zum Finsterzeit-Tentakel führt. Eventuell, nachdem ich die Goombas hier geschlachtet habe. Ja, Goombas vernichtet und direkt hier um den Baum gerannt, wo ein Fuchs auf uns wartet. Da ist ein Ei zum Berg. Wo will das Ei denn hin? Wo will es draufgeworfen werden? Dafür brauche ich ein Dreieck. Das Dreieck liegt bestimmt hier hinten. Das ist kaputt. Dann muss ich den da erst platt machen. Also die Schlacht, die ging instant vorbei. Ich habe einen Angriff gemacht und sie war vorbei. Manchmal komme ich mir übermächtig vor. Da unten sind Fußschritte. Folgen wir den Fußschritten. Wo führen sie uns hin? Hier hin führen sie uns. Bingo! Für 3 Münzen.
Und natürlich diese Herausforderung hier, die wahrscheinlich mega easy ist, so wie es aussieht. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch 100 pro ein Weg. Ist ja mega einfach. Das war ja nicht mal eine Herausforderung. Danke für die geschenkte Münze. Ja. Okay, gut. Und ein bisschen Info. Okay. Ich würde jetzt trotzdem interessieren, wo das Dreieck wieder oben ist. Sind auf jeden Fall richtig viele Münzen, die gönne ich mir. Es liegt wahrscheinlich bestimmt in der Nähe irgendwo. Hier ist auf jeden Fall nochmal Info. Meister Kay. Ja, danke. Danke, Meister Popper. Wieso lebst du wieder? Ich hatte dich gerade eben umgenietet. Ich gehe jetzt einfach an dir vorbei. Okay, Leute, das ist wahrscheinlich die erste Schlacht, die ihr heute seht. Ich muss nur eine Eskorte machen. Okay. Da sind direkt zwei Schläger hinter mir. Das waren die, die feuerfest sind, oder? Ja, das sind die feuerfesten Heinis. Aber für euch habe ich auch eine Idee. Erstmal mitgeben. Verstärken. Luigi gibt den auch mal einen mit. Dann machen wir das so. Ich warte, von der anderen Seite ist schlauer. Als ob du noch an mich rankommst. Ja, bin ich sogar runtergefallen. So, als nächstes finde ich schon mit dich. Ich kann dich treffen, oder? Ja. Okay, die kommen nicht mal näher. Okay, dann heile ich hier erstmal. Mal sehen. So, einen weiter nach vorne würde ich schon gern mit allen. Dass wir hier vorne an der Wand stehen. Weil ich dann da treffen kann. Okay, besser sie macht den Teamsprung. So dass sie sich hier vorne hinstellen kann, damit Luigi noch hier vorne hinkommt. Stelle ich Luigi hier an weg. So, du bist es. Lena. Die kann ich auch eine mitgeben. Okay, hier kommen die Luigi durch. Die da oben sind als einziges gefährlich. Au. Aber ich habe einen Plan für die da oben. Einen sehr guten sogar. Ich hoffe, Rebella kommt weit genug. Ja, kommt sie. So, so weit wie möglich hier hoch. Damit ich vorne ein bisschen Deckung noch habe. Sonst noch wer?
ihr seid doch kaputt. Ich denke, manchmal könnt ihr es überspringen, aber ich kann das nicht. Viel zu. Schon so ein bisschen gewünscht, ein bisschen weiterkommen zu können. Da sind keine Schüsse unter den Gegnern. Das ist ein Vorteil. Außer dem Sniper da. Oh, die spawnen hinter mir. Mal boosten. Wieso ignorieren wir den Typen nicht einfach? Das gibt denn eine Mitgift. Eine von allen. Der stirbt, glaube ich, sogar daran. Ich glaube, du als einziges nicht vorbeikommst. Nein, ich will da runter. Ich glaube, Bella schafft es nicht da runter, oder? Doch. So, einen von beiden würde ich gerne da vorne sehen. Ich würde sagen, dich blase ich erstmal weg. Der ist unempfindlich dagegen. Ah. Das ist doof. Ich sollte dich am besten aufhalten. Mal mit dem Licht an. Mach ich ihn spritzig. Wir wenden auf den Sniper. Der Sniper ist nerviger. Und wir will den Safe weg haben. In der Luft vernichtet. Das Gute ist, dass es keiner von den Scharfschützen, die so eine Sicht haben. Boah, ich brauche den eigentlich nicht mal bekämpfen, ne? Also, ich kann das jetzt beenden. Ich muss den Kampf nicht zu Ende führen. Und geschafft. Ich habe halt nichts davon, wenn ich jetzt noch ein paar extra töte. Also, das kann man jetzt auch als schlechten Witz verbuchen, ne? Ich habe das eine Teil gelöst und wurde instant danach von dem angegriffen, an dem ich gerade eben vorbeigerannt bin. Das ist ein schlechter Witz. Ich habe auf jeden Fall einen Fertigkeitenprisma. Was booste ich denn mal bei dir? Will ich überhaupt bei irgendwem was boosten? Ja, bei Peach. Den Barrieresprung. Bei Bowser sollten wir den Schaden mal ein bisschen erhöhen. Und du kriegst Bewegungsradius. Aber alles andere ist eigentlich eher unwichtig gerade, ne? Dann erlösen uns jeden ein bisschen Gleitboost geben, dass die ein bisschen länger fliegen können.
Und die machen wir mal ein bisschen den Bewegungsradius hoch. Das muss ja auch mal sein. Ah, Extra-Raserei hätte man hier auch mal sehr gern. So, habe ich das mal verteilt. Nö, ich will nicht gegen dich kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ist eh ein unnötiger Kampf. Der dauert nur so ein paar Sekunden. Der nächste Boss. Der Tentakel, der den Wald aussaugt. Und er ist in einer tiefen, finsteren, gruseligen Grube. Das hatten wir noch nie. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht genau, in was ihr da unten reinstolpert. Ihr seid quasi die Mäuse im Labyrinth. Das aber ist die finden auch irgendwie ihren Käse. Farbenflucht. Wir haben hier auf jeden Fall den Sprungpunkt. Ich mache erstmal die Leiter da hinten runter. Das allem voran. Danke für die Münzen. Warum kann ich den Busch nicht schütteln? Naja. Attacke würde ich sagen, ne? Ach, das ist auch nochmal ein Bereich. Ich hoffe, der Bereich ist jetzt nicht genauso riesig wie der Wald. Hier ist der Laden. Drei, vier von denen. Davon kann ich auch mal wieder ein paar gebrauchen. Die Sternentränke gönne ich mir sowieso. Und dann gönne ich mir noch davon ein. Man kann ja auch verkaufen, ne? Das nutze ich aber irgendwie nie. Warum ist hier nochmal der Laden? Das erschließt sich mir nicht so wirklich. Hier ist eine Abkürzung, die wir später bekommen. Ich sag später, weil... Ja, die Röhre. Die ist zugetintet. Okay, irgendwas will da getan werden. Da ist das Teil. Wo ist das Ei, das wir werfen? Ich würde sagen, hier runter ist das. So, weg damit. Das müssen wir nach oben bringen. Wo die Röhre war. Da ist jetzt offen. Die Röhre ist halt erst offen, wenn der Tentakel weg ist. So, ist da was? Nee. Dann weiter nach unten. Alles wird mitgenommen, was mitnehmbar ist. Ich wollte gerade sagen, das hier sieht doch schon so aus. Um Gottes Willen. Ich tausche hier einmal Luigi aus gegen Rabbit Luigi, weil Rabbit Luigi mehrere Targets treffen kann. Und gebe ihm dann noch den Windstoß hier eben kurz für diese eine Schlacht. Okay, boosten. Und dann helfen wir Rebella hier einmal kurz rüber. Ah nee, das ist nicht Rebella, das ist der andere. Ups.
gut, könnte vom Vorteil sein, wenn ich ihn so nach vorne schiebe. Wie stecken sie immer wieder neu im Brand gegenseitig? Ich finde es lustig, dass da sogar eine Abdeckung übrig geblieben ist bei. So. Hier vorne ist jetzt erstmal alles frei. Sonst noch wer? Der kleine bisschen Schaden kommt man ruhig mitnehmen. Ach, hinter uns waren auch noch welche. Da kann ich drauf schießen. Loser. Ja, genau. So denke ich auch. Den treffe ich doch so oder so nicht. Ach, der macht einen Windstoß. Stimmt ja, der ist ja dagegen immun. Also ist ja klar, dass er dann irgendwas da in der Richtung haben muss. Die Araserei hier mit. Und dann mache ich dich einfach lethargisch. Oh. Dann habe ich dich nicht mehr auf dem Schirm. So, mein Plan ist es jetzt, Rabbit Luigi da vorne hinzusenden. Natürlich kommt sie gerade so nicht da hoch. Rabbit Rosalina kriegt übrigens den nächsten Spark-Erfrischer. So, die schicken wir jetzt hier vorne hin. Ihr macht hier jetzt den Windstoß. Das trifft nämlich auch die Teile. Warte mal, wir gehen noch ein bisschen zurück. Noch ein kleines Stück. Ich versuche so zu treffen, dass ich alle im Umkreis treffe. Und ich gerade irgendwie ein bisschen perfekt hinbekomme. Ein ganz kleines Stück noch. Ja, so treffe ich alle. Nur den da oben halt nicht. Ja. Ich bin so froh, dass das zählt. Richtig praktisch. Wäre so schön, wenn die Frisbee auch noch da hochgeflogen. Aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Das ist eine sehr einfache Schlacht. Ich brauche nur den Punkt, wo ich den treffen kann. Die werden mitgebrutzelt, okay. Nee. Ich dachte, die werden auch gebrutzelt. Ja, du brauchst jetzt wahrscheinlich Hilfe. Das Gute ist, dass Rebel Luigi richtig weit laufen kann. Boing. Ja, genau, boing. Das denke ich mir auch immer. Das denke ich mir täglich. So, perfekt hinbekommen, dass ich die Raserei hier nutzen kann. Ist einfach so gut, dass du so viel Bewegungsradius hast. Ich hab's nicht ums Eck geschafft. Hier ist eh kein Gegner mehr. Also kann ich drauf pfeifen. Der Windschuss, der war richtig effektiv gerade eben. Nur der einsame Typ da hinten.
Ja, die Verstärkung, die kommt bei weitem zu spät, Leute. Ich muss ja nur diese Augen wegmachen und... Ja, da ist jetzt das Letzte. Aber wir können ruhig am Ende noch mal ein bisschen übertreiben. Ja, das war easy. So, das hat jetzt nur eine Planetenmünze gegeben und Info. Okay, gut. Quietschinchen. Also, da interessiert mich schon, was das ist. Ich kann euch jetzt übrigens schon sagen, dass wir heute den Planeten nicht befreien. Aber wir machen noch ein bisschen was von den Rätseln hier. Ja, hier war es offensichtlich. Wo muss er denn hin? Wofür diese Röhre hin? Wahrscheinlich nach oben. Nee, hier haben wir noch mal ein Rätsel. Komm, wir machen das Rätsel hier noch. Endlich! Ihr seid da! Bei diesem letzten Rätsel sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, das wird lustig. Seht euch um! Seht euch um, die Symbole, die Podeste. Jeder die seltsame Uhr auf dem Boden, selbst ohne Zeiger ist sie wunderschön. Und nun zum Rätsel. Hört gut zu! Der Tag erwachte bei der Weide, Stimme klang. Die Stille zerriss, als der See seine Welle sang. Am Abend kam der rote Dieb, seine Beute zu jagen. Denn laut knurrte ihm der Magen. Die Nacht eilte herbei und mit ihr der Wächter. Er hütet den Wald, doch ich schlafe schlechter. Schlaflieder wurden lange genutzt, um Wissen weiterzugeben. Könnt ihr meiner ruhenlosen Seele Frieden schenken, indem ihr das Rätsel löst? Okay. Was bist du? Also der Jäger, da kommt ja nur... die Eule, die ist doch ein Jäger. Die müsste doch dahin. Was von euch ähnelt hier was mit Gesang? Okay, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um das hier zu lösen. Weil das sehr unverständlich ist, das Rätsel. Ist okay. Aber ich habe dafür jetzt einen Sternentrank bekommen. Und ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Tschüss!